Was ist hier los? Ich habe gerade den Barsch abgehackt. Ja, Mahlzeit, meine Angelfreunde. Grüßt euch. Ja, vielleicht seht ihr es im Hintergrund. Wir sind an einem richtig geilen, großen Stausee und haben heute mal vor, eine richtig geile Allround-Session zu machen. Heißt, ein bisschen Raubfischangeln, Friedfischangeln und auf jeden Fall in der Dämmerung und in Abendstunden mal ein bisschen auf Aal. Ich will jetzt hauptsächlich tagsüber fiedern. Schön mit Fiederruten, Matted Feeder, dann mal ein Futterkörbchen, ein paar Maden, erstmal ein bisschen Weißfisch machen und holle. Ich hoffe, dass Marco mir Weißfisch schenkt, wenn ich mich selber auch mit, ein bisschen mitfiedere. Und dann will ich auf jeden Fall auf Raubfisch. Also schön auf Raubfisch. Also wie gesagt, heute wirklich Angeln nach Lust und Laune. Wir haben uns extra ein großes Gewässer rausgesucht, wo ja so ziemlich alles möglich ist. Wettermäßig sind wir echt top. Gestern hatten wir richtig Regen und heute wird er richtig schwüldrückend warm, sodass in Abendstunden auf jeden Fall der ein oder andere Aal gehen sollte. So, ich würde sagen, wir bauen mal auf und dann geht's los mit der Angelei. So Leute, als allererstes werde ich mal mein Futter anrühren. Dazu habe ich mir schon in meine Schüssel ganz normales Grundfutter reingepackt. Allerdings nicht allzu fein. Also hat schon ein paar gute Partikel. So Maisschrot ist da dran, bisschen Hanf und ja, nicht allzu fein, denn die kalten Jahreszeiten sind vorbei. Wir haben fast Sommer und ja, rühren wir mal an. Ich werde hier meinen absoluten Lieblingsköder, den ich nachher auch angeln werde, gleich direkt so eine ganze Büchse dran krachen. Huch. Schön Mais, immer geiler Köder. Dann habe ich hier noch eine Büchse Maden. Allerdings ist die schon ein bisschen, ja, das war mein Liter Maden, habe ich umgefüllt. Da sind schon ein paar verkasterte Maden dabei. Also tippitoppi, auch direkt mit rein. So, jetzt rühre ich das Ganze erstmal trocken unter. Schluck Wasser dran. Schön fein, dass das richtig aus dem Korb rausbricht, also nicht zu feucht. Und dann seht ihr es vielleicht schon, hier habe ich so ein paar Pellets nebenan. Ich hatte ja vor uns gesagt, eine Rute will ich mit Matted Feeder angeln und da werde ich jetzt gar kein extra Futter einrühren, sondern ich werde mir jetzt ganz einfach das Futter hier durchrühren. Ja, das ist schon so perfekt. Das bröselt schon richtig schön raus. Ich will das ja anziehen, so dass es aus dem Korb kriegt. Und jetzt nehme ich ganz einfach hier die Maisdose, haue mir da die Pellets rein. Deckel mache ich vorher mal ab, dann macht es sich leichter. Ihr seht, wir leben hier voll. Das ist toll. Wir machen, nutzen ja alles mehrfach. Nehmt die Dose. So, lass die einfach mal voll Wasser. Jetzt steht das wirklich richtig schön voll Wasser. Das lasse ich jetzt kurz quellen. Und dann, ja, in der Zeit werde ich meine Ruten aufbauen. In der Zeit zieht auch dieses Wasser durch. Und dann mache ich mir in der gleichen Schale einfach hier so eine kleine Ecke Futter hin, wo ich Pellets hinhaue, vermenge das Futter mit den Pellets. Fürs Matted Feeder ist das einwandfrei. So brauche ich keiner zweierlei Futter einrühren. Und ja, hier, das werden ungefähr, naja, wie wird es denn sein, ein Kilo Futter sein, plus die Maden. Ich will richtig füttern, große Körbe. Ich werde hier auch gar nicht anfangen so mit 16er Haken und kleine Fischchen fangen, sondern gleich etwas größere 6er Haken und so. Wie gesagt, ich will wirklich mal in Karpfen oder eine Schleie, eine große Brasse fangen. Also wir reden jetzt hier nicht von kleinen Bibi-Rotfedern. Natürlich freue ich mich über die auch, freut man sich ja immer, wenn was geht. Aber Ziel heute wirklich jetzt am Tag mal ein bisschen die größeren Friedfische und dann am Abend auch ein bisschen so den Aal ansprechen. So, na, lassen wir das mal alles ziehen und bauen in der Zeit die Ruten auf. So Leute, vielleicht seht ihr es, die Ruten stehen. Eine hier ganz normale Matted Feeder Montage, 40 Gramm Korb. Ich habe hier eine Geflechtsschnur drauf. Gerade wenn ich weit rausgehe, will ich natürlich jeden Biss mitkriegen. Und
da macht sich ein Geflecht besser wegen der Übertragung und habe dann aber hier so, oh ja, lassen wir es mal 1,50 m 40er Flucher Bund davor geschalten. Ganz einfach, wenn da mal ein richtiger Prügelfisch kommt, dann kann ich den bei Oli bieten und der knallt nicht immer gleich so in die Geflechtschnur rein. Ja, die Fiederruten haben zwar eine weiche Spitze, aber ja, wenn der Fisch voll auf Zug ist und ich habe neulich einen richtig großen Graser mit dieser Rute rausgeholt, das seht ihr aber, ja, ich glaube im Juni oder Juli beim Fishing Team Highlight. Da dürft ihr auf jeden Fall jetzt schon gespannt sein, aber mehr sage ich dazu nicht. Aber war auf jeden Fall eine geile Session dort. Ja, wie gesagt, deswegen mal ein bisschen Mono oder in dem Fall Fluchiger Boden davor. Ich habe mir hier sogar noch so einen Schlauch aufgewiegelt, damit, wenn ich mal einen Pop-Up fische oder so, das nicht trallt oder beziehungsweise sich nicht verheddert. Ja, so viel zu der Einrute. Ist eine ganz normale Fiederrute. 3,30 Meter bis 130 Gramm Wurfgewicht von Spro. Also richtig geiles Gerät, kann man auch richtig geil werfen. Und dazu eine 4000er Freilaufrolle. Ja. Das andere oder beziehungsweise die andere Kombo ist identisch, also auch Geflechtschnur, 4000er Freilaufrolle und hier aber eine klassische Fiedermontage durchlaufend mit einem kleinen 30 Gramm Korb. Ja, vielleicht seht ihr es, der ist schon ein bisschen lädiert, funktioniert aber immer noch. Hier habe ich sogar schon in massiven, ja, 10er Karpfenhaken, also richtig massiven Gamakatsu dran. Hier auch eine 4000er Rolle. Und wieder, wie gesagt, auch schöne feine Spitzen. Das Ganze gerade raus, seht ihr vielleicht, denn ich will angeln nach da hinten, also dort so in die Ecke. Hier geht so eine, wie so ein kleiner Knick rum an dem Gewässer. Da will ich versuchen, die Fische abzugreifen. Und so hat Holle auch richtig Platz, um seinen Raubfischplan umzusetzen. Ja, in der Zwischenzeit sind auch meine Pellets richtig geil gequollen. Also die kleben jetzt richtig schön zusammen, wenn ich die so presse, sind aber in der Mitte noch hart. Und ich hatte ja gesagt, ich nehme das gleich alles aus einem Napf. Ich ziehe mir jetzt bloß ein bisschen, jetzt krabbelt mich irgendwie, ein bisschen von meinem normalen Fiederfutter rüber und schütte mir jetzt ganz einfach die Pellets hier hin, menge das ein bisschen durch und so hält das richtig schön in dem Matted Fiederkorb. Und das andere Futter ist auch richtig geil, also wenn das jetzt aufkommt im Wasser, zerbröselt das schön. Ihr seht auch mal richtig schön diese Maisstruktur. Das liegt dann eine schöne, komm, wir streuen es mal hin, das fressen dann eh die Vögel. Hier so eine richtig schöne Maisstruktur. Und wenn das meine Made wäre, liegt die dann drin. Die Fische kommen, fressen hier rum und finden meinen Köder und schlürfen sich den hoffentlich rein. Ich würde sagen, beködern wir mal, befüllen die Körbe und dann haben wir die ganze Sache raus und fangen hoffentlich richtig schöne fette Karpfen. So Leute, mein Futterkörbchen ist befüllt, ganz klassisch, Maismade eigentlich. Ja, wenn man so eine kleine Around-Session macht, immer mein Anfangs-Lieblingsköder allgemein, einer meiner Lieblingsköder, funktioniert fast immer. Ja, wie gesagt, ich werde da hinten so angeln. Ich merke mir beim Fiedern immer irgendeine Stelle oder markanten Baum, wo ich hinwerfe und dann, ich klippe hier nichts ein, ich mache das nach Gefühl, also ich mache das jetzt nicht wie die Profis, dass ich da auf einen Zentimeter genau treffen muss. Wenn die Länge passt und man ungefähr mit der gleichen Kraft wirft, kommt man noch ungefähr auf den gleichen Punkt raus. Und ja, ich nehme mir da hinten diese Birke. Da klatsche ich jetzt hin. Zack. Ist sogar, also von meinem Sichtpunkt her, der gleiche Punkt. Korb absinken lassen. Kurz anziehen, wie ich euch vorhin gezeigt habe, dass das Futter raus ist. Ja, jetzt lege ich mir das Ganze ab. Zack, Freilauf auf, Rute noch ein bisschen auf Spannung. Und ihr seht, Rute ist so ziemlich im rechten Winkel. Vielleicht nehme ich jetzt kleinen Arsch noch ein Stückchen zurück, dass man, ja, werde ich gleich mal machen, dass man dann noch besser die Bisse sieht. Also ihr müsst euch ja vorstellen, jetzt ist die Schnur so, also wenn hier mein Hakenköder ist und das die Rute. Und wenn die Fische dann am Hakenköder ziehen, biegt sich die Rute so schön. Ich sehe die Bisse, schlag an und habe hoffentlich einen Fisch. So, machen wir Rute 2 klar.
So Leute, zweite Rute, Montage habe ich euch ja schon gezeigt. Ich habe mir jetzt hier, ich mache es für euch extra und zwar nur für euch nochmal ab, so einen Haken mit so einem kleinen Spieß selber gebunden. Ist glaube ich 35er Fluro. Und diesen Spieß nimmt man jetzt, biegt das hier einfach rein. Na, so. Richtig schön rein da. So, jetzt seht ihr, hat so einen kleinen leichten Abstand. Wunderbar. Ja, wie gesagt, dieses ganze Zeug, diese Gummis, die Haken und den kleinen Dings gibt es alles einzeln zu kaufen. Ihr könnt die Haken natürlich auch fertig kaufen. Jetzt, ja, normalerweise habe ich hierfür eine Mulde, habe ich in dem Fall nicht. Deswegen muss ich, also habe ich schon, aber die liegt zu Hause, da wo sie am besten liegt. Also nehme ich jetzt ganz einfach meine Hand, gehe hier mein Futter, mische mir das noch ein bisschen unter, drücke mir erstmal eine kleine Menge ins Körbchen. Ich werde noch ein bisschen mehr nehmen. So, jetzt nehme ich ganz einfach so, leg den Poppy hier rein und presst das alles schön zusammen. Da seht ihr, ist zwar nicht der schönste, der schönst befüllteste Futterkorb, aber ja, die Pellets lösen sich ja dann im Wasser noch mehr auf und der Poppy treibt nach oben, bringt hoffentlich den Fisch, jetzt hat sich da oben auch noch verguttelt, bringt hoffentlich den Fisch auf den Platz, der dann, also die Pellets bringen den Fisch auf den Platz, die dann mein Poppy reinschlürfen. Wie gesagt, hat vor 3 Tagen noch wunderbar funktioniert. Gucken wir mal, ob es heute klappt. Das Ganze werde ich ein bisschen, ich werde so ziemlich in die gleiche Richtung. Ich habe jetzt die ganz linke Birke angeworfen. Jetzt werde ich mal die ganz rechte anwerfen, so dass ich so ziemlich an einem Spot liege. Den richtigen Futterkorb, den werde ich sowieso mehr befüttern wie diesen Matted-Korb. Ja, um ganz einfach da ein bisschen Futter auf den Platz zu kriegen. Beim Matted-Korb auf gar keinen Fall die Rute bewegen, weil dann ist der Effekt weg. Ihr wollt ja, dass dieser Pop-Up oder Sinker oder Köder, ihr könnt auch Wurm reinpacken, alles. Aber das muss über oder soll über diesen kleinen Körbchen einfach stehen. So, Matted müssen wir jetzt nicht unbedingt so drauf achten, auf die ganz feinen Bisse. Ganz einfach. Ich habe dann 40 Gramm Korb dran und der hat schon einen gewissen Selbsttageffekt. Ich würde sagen, ich bin fertig, Fischgang kommt. Gucken wir mal, was Holle so treibt. So Freunde, ich mache nichts anderes wie der Marco mit Futterkorb. Hey, was ist denn jetzt los? Wolltest du ja nicht groß auf Raubfisch angeln? Würde ich ja machen, liebe Freunde, aber leider brauche ich ja auch Köfis dazu. Deswegen versuchen, eine Fiederroute weit rauszubringen auf Köfi und eine Fiederroute hier vorne gleich abzulegen, ob irgendwas beißt. Dann wünsche ich dir mal viel Erfolg bei deiner Mission. Wie sagst du jetzt, ich mag halt Haken, aber den wird er gehört. Ich denke, du bist auf Raubfisch. Nee, ohne Köderfisch jetzt nicht, Freunde. Aber ich glaube, wunderschöne Rotfeder an. Den echt gehört er meiner. Petri. Petri. Ihr Angelfreunde, beim Holle ist jetzt soweit. Jetzt kommt die Hechtmontage raus. Schönes Köderfischchen abgeschlagen, Querschnitt, weitreich getötet. Und die werde ich jetzt mal richtig schön versuchen, weiter rauszubringen und dann schön über den ganzen See treiben zu lassen. Wünscht mir Glück, vielleicht kommt ja noch ein schöner Hecht.
Weil es bis jetzt sehr im Auge, was hier läuft. Aber naja, ist halt nun mal so, dass es angeln, wie man immer sagt. Aber ich hoffe noch, dass der Abend schon vielleicht ein schöner Hecht mehr kommt. Kurz gucken. Ja, ist ein Sinker. Ist ein Sinker. Ja. Hängen wir ein und fertig warten. Freunde, guckt es euch an. Der Holle konnte erneut wieder einen schönen Köderfisch erwischen mit der Fiederrute. Tipptopp, ja, der Markus ist halt noch da. So Leute, ich habe gerade auf die andere Spitze geguckt, Full Run auf mein Pop-Up. Und das ist ein guter Fisch, richtig guter Fisch. Oh ja, Junge, Junge, Junge. Der hört ja nicht auf zu laufen. Die ganze Zeit geguckt auf meine kleine, also beziehungsweise auf meine richtige Fiederrute. Aufgepasst, daneben gesessen, auf einmal zack, das Ding krumm. Und ja, was soll ich sagen? Die Rute ist jetzt richtig krumm. Ah ja, da zum Glück Platz und ich habe hier noch Schnur drauf. Also das könnte jetzt ein paar Minuten dauern. Scheint ein richtiges Brett zu sein, also. Dann mal gleich mal einen Kescher mit da rüberziehen. Denn er macht immer mehr weiter rüber. Der Gumpel. Ja, muss auch vorsichtig drillen. Ihr habt ja vor uns gesehen, was habe ich denn dran? In 10er Mettetagen allerdings selber gebunden. Schön massive Gamagatsu-Haken, also die können schon was ab. Ja. Gucken wir mal, ob wir rauskriegen, den Kollegen. Jetzt lässt er sich richtig ranpumpen. Also ich habe ja da eine Vermutung. Also entweder es ist ein guter Schuppi oder ein Graser. Also so wie der erst abgegangen ist und sich jetzt, seht ihr hier, also lässt sich übel ranziehen. Macht auf jeden Fall mega Laune an der Rute. Also so wie das sich jetzt pumpen lässt und vor uns abgegangen ist, also tippe ich ja fast auf Graser. Steht auch richtig am Grund, also richtig massiver Fisch. Jedenfalls erstmal vom Gefühl her. Olle, nimmst du mal deine Hechtrute schnell raus, sonst hängt er da gleich drin. Warte mal, Freunde. Er macht voll ins Schilf dort, also jetzt muss ich ein bisschen mehr Druck machen. Da laufe ich zwar Gefahr, den Fisch zu verlieren, aber erstmal vom Kraut weg dort. Hohohoho, Leute. Ah, ein bisschen Druck gemacht. Ist er direkt weggeschwommen. Freunde, seht ihr die Welle wegschwimmen? Herrlich.
Sieht das richtig schwer, der Fisch. Auch wenn der sich bewegt, sieht man da eine richtige Welle. Kriegt den einfach nicht hoch. Mega geil. Hoffe nur, hier vorne steht wirklich so dieses Schilf über, dass er dort nicht reinmacht. Nee, ein richtiger schöner Spiegler, aber richtiger schöner, richtiger guter Kämpfer hier im Sommer, mega geil. Macht halt auch richtig, richtig Laune an den Fiederruten. Und einen jetzt, Freunde, Petri, yes! Das ist doch mal ein Auftakt, ein Schneiderungsfisch. Mega geil. Yes. So Leute, die Mettetrute pfiff ab und da haben wir einen richtig fetten Spiegelkarpfen. Guckt euch mal diese riesige Schwanzflosse an. Ich dachte erst ein Graser, so wie der abging. Aber mit der Flosse hat er natürlich Power. Und das alles auf dem kleinen Zehnerhaken. Mega cooler Auftaktfisch für mich. Ja, da lohnt sich doch. Petri. So Leute. Mettet ist frisch, mega cool. Den habe ich wirklich richtig rausgeschlunzt, habe mich quasi hingestellt. Hier vorne, Bremse ist noch ein bisschen offen. Ja, nach dem Drill auch wirklich mal Bremsen überprüfen. Manchmal sind sie zu straff oder zu leicht. So, also wie gesagt, richtig von da drüben habe ich den geholt, nachdem ja wirklich Totenstille war. Hier hin. Rute hoch und dann bin ich einfach rübergelaufen. Ja. Und da hat er sich weggesnackt, mein Bob-Up. So, und bei Mettet, ja, ich musste eigentlich gar nicht drauf achten. Ich war wirklich gerade zufällig an der anderen Rute, weil es da immer mal so kleine Bisse gab. Auf einmal gucke ich, hey, was macht denn die Spitze da drüben? Ging so schön, bim, bim, und mit immer bumm. Ja, und den Rest, ja, habt ihr gesehen. Na Leute, meine Mais-Made-Kombo hat jetzt auch zugeschlagen. Gucken wir mal, was wir jetzt zutage zaubern. Oh, ein kleiner Barsch. Mais-Made, Barsch, cool. Naja, Petri, zweiter Fisch für mich. Ja, Auftaktfisch, gleich mega gelungen und dann direkt so einen schönen Barsch hinterher. Was ist hier los? Ich habe gerade den Barsch abgehakt. Oh mein Gott! Uiuiui. Und der steht noch besser drin wie der von gerade eben. Junge, Junge, Junge! Also, die müssen im Trupp gekommen sein. Wirklich gerade den Barsch abgehakt? Voll Run! Alter. Also der macht mal gerade noch mit mir, was er will. Holle holt schon ganz panisch seine Ruten rein. Was ist los, Holle? Kommst du nicht mehr zum Raubfischangeln? Hey, der Witzke, Herr Kapitän, ging der ab. Aber wie der andere, lässt sich erstmal auch schön pumpen hier, nachdem er so einen übelsten Run hingelegt hat. Oh, der ist fast noch fetter hier, fühlt er sich an. Das war ja abnormal, wie der loslief hier an der Rute. Ich hoffe nur, der macht dort nicht ums Eck. Ja,
Jetzt muss ich mal ein bisschen Druck machen. Hier hinten geht es so um die Kurve. Ich habe wirklich Angst, dass er da rummacht. Ah, jetzt schwimmt er in die andere Richtung. Ja, immer mal ein bisschen Druck gemacht, wenn er in eine Richtung will. Dann nehmen sie manchmal doch dann den leichteren Weg. Aber jetzt macht er wieder dorthin. Also scheinbar weiß er genau, wo er hin will. Richtig geil. Erst nichts und dann sind sie da, die Kumpels. Oh, bitte nicht um die Ecke. Ja, jetzt muss ich ein bisschen rannehmen. Aber es bringt niemanden was, wenn der sich da hinten ins Gehölz festmacht. Ich hoffe nur, der Haken kann es ab. Ja, deswegen, Leute, spart lieber 5 Euro an die Rute, aber holt euch ordentliche Haken. Ich meine, so eine Rute, ja, ist auch was, aber Haken und Schnur muss passen. Und ihr seht, wie die sich biegt. Also jetzt kommt er aber sauber mit. Vielleicht hat er sich da hinten noch richtig ausgepowert. Ausgepowert. Die haben eine Energie. Na klar, das ist ein mega großes Gewässer. Es ist warm. Die sind in Fresslaune und haben Power. Uiuiui, nicht ins Holz, nicht ins Holz, nicht ins Holz. Leute. Da kommt er. Ja, wieder ein Spiegler. Richtige Kämpfer hier in dem See. Eine Netz, Leute. Karpfen Nummer 2. Yes! So, Leute. Gerade den Barsch abgehakt. Und da höre ich zzzzt. Und hier haben wir Karpfen Nummer 2. Auch der mega riesen Schwanzflosse. Richtig schönes Tier. Ja, ich würde mal sagen, hätte ich keine Ohren, würde ich im Kreis grinsen. Petri. Also Freunde, da vorne meine Angelstelle, die habe ich nur die ganze Zeit mit dem Köderfisch treiben lassen und beangelt die ganze Zeit, da ist nichts passiert. Jetzt gehen wir hier mal ein Stück hinter, Funkpieperzeit dran und dann werden wir da hinten versuchen, irgendwo noch einen Hecht zu finden. So. Ich werde meine Stützen ablegen. So, mein Fischchen. Und dann werde ich mal versuchen, da an die Bäume da irgendwo hinzukommen.
Tiefes eingestellt. So, Freunde, mal gucken, ob ich denn irgendwas hier auszaubern kann. Ja, gut, Pose liegt, oder steht besser gesagt. So, meine lieben Angelfreunde, vielleicht seht ihr es im Hintergrund, die Sonne ist jetzt langsam am Untergehen und deswegen, ja, ich werde weiter meine Fiederrute benutzen, aber habe jetzt mal so ein quirliges Bündel Dendrobena dran gemacht. Vielleicht geht ja hier vorne ein Aal, ich werde meinen Futterplatz weiter hier vorne befischen, lag ja wirklich nicht weit draußen, sprich, ja, da wo Futter hinkommt, wir haben ja auch die Pellets dort mit reingehauen, die sind so fischig, vielleicht, ja, ist es der Gamechanger für einen Aal, vielleicht lockt das ein bisschen Aal dorthin, das Futter ist ja doch eine Duftwolke. Ja, mal gucken, ob es funktioniert. Ansonsten hat es ja mit dem Karpfen schon super funktioniert. Also macht mich richtig happy. Auch ordentliche, schöne Karpfen hat auf jeden Fall richtig Laune gemacht, die an der Rute zu haben. Zack, ihr seht schon, wirklich nicht weit raus. Futterkorb ziehe ich trotzdem leer. Und ja, auch alle, ja, 20, 30 Minuten mal gucken und neu befüllen. Schauen wir mal, ob es mit dem Aalichen heute klappt. Freilauf auf. Werden wir gleich noch, was sind hier, Mücken? Werden wir gleich noch schön ein Glöckchen und ein Klick nicht vorne einhängen, damit ich auch jeden Biss sehe, wenn es dunkel wird. Ja, dann drückt mal die Daumen, dass ja, der Holle seinen Raubfisch noch fängt. Der hat ja eine Rute auch mit Wurm draußen liegen. Da hat es vor uns auch schon mal schön gebissen. Also, da würde ich fast schon vermuten, vielleicht war das schon ein Aal. Also ganz fein immer gespielt und so. Aber ja, irgendwann hat er losgelassen. Hat jetzt mal kontrolliert, Würmchen war ein bisschen angeknabbert, liegt jetzt auch wieder da draußen. Drückt mal die Daumen, dass wir noch schöne Fische fangen. Okay, machen wir was mal an. Ach, guck hier, heute war es ein Köderfisch. Hey, danke. Das ist mein erster Friedfisch heute, also Weißfisch. Wow, klein, richtig schöner. Petri, geht weiter. Sag mal, Holle, was rauchst du da? Spiralen? Nee, ich rauche keine Spiralen. Aber wir haben ja so einen Haufen kleine Kriebelmücken, sage ich euch. Ey, das ist furchtbar. Das ist, man hat einen Belohnwall, obwohl es so warm ist, aber die kommen überall ins Gesicht und sonst sowas. Selbst die alten Schnecken hier, die funktionieren zwar, aber die halten die nicht ab. Das ist echt abartig. Ihr seht schon, ich habe auch die Kapuze auf und alles an, aber nicht, weil mir kalt ist, sondern ja, weil uns diese winzigen Kriebelmücken richtig massiv auffressen. Das ist richtig abartig, sage ich euch. Naja, vielleicht werden wir dafür noch mega belohnt. So, vielleicht seht ihr es da hinten. Die Sonne ist am Untergehen, heißt, die heiße Phase beginnt jetzt. Gucken wir mal, ob wir hier kleinen Aal fangen. Ja, Leute, nachdem ich hier einen ganzen Tag keinen Weißfisch gefangen habe, sind sie jetzt scheinbar am Platz hier bei mir. Alle, brauchst du Köfi? Also, ja wirklich, die Stelle fast tot hier vorne. Jetzt habe ich hier Wurm dran und hole hier einen nach dem anderen raus. Macht auf jeden Fall mega Laune. Cool. Ja, Leute, die ganze Zeit, reicht mir noch heller, die ganze Zeit habe ich wirklich diese kleinen Rotaugen geärgert. Deswegen habe ich jetzt die Kamera gar nicht angemacht. Ja, wie es so ist. Zack. Haben wir den nächsten schönen Fisch, nämlich eine schöne große Brasse. Mega cool. Ja, Leute. Sonne ist fast weg und da haben wir hier die erste schöne Brasse. Mega cooles Allround-Angeln auf jeden Fall. Cool. So Leute, Sonne ist weg, Rute ist krumm. Ja,
Schön die Mettetrute. Scheint wieder ein kleiner Karpfen zu sein. Mega cool. Die Laune natürlich nicht so groß wie die anderen, aber ich will mich nicht beklagen. Und da haben wir Karpfen Nummer 3 eingenetzt. Petri, Freunde. So Leute, Sonne ist weg und da rauscht hier meine Mettetrute ab mit Karpfen Nummer 3 für mich. Mega cool. Freut mich natürlich. Richtig schön. Makelloses Fischchen hier. Tippitoppi. Na Holle, was ist nun mit Aal und Raubfisch? Tja, ihr seht, leider nichts. Bis jetzt. Naja, ja. Ist halt nur mal so, das ist Angeln. Das ist Angeln, genau. Also für mich, mein Fiedern lief wirklich fantastisch, würde ich behaupten. 3 schöne Karpfen, eine schöne Brasse und ach, anfangs haben wir uns ja richtig schwer getan. Also Holle hat es gerade so geschafft, Köderfischen zu stippen. Und gegen Abend war dann scheinbar so viel Futter bei mir auf dem Platz, also dass die Spitze eigentlich mein Würmchen rein, ging es permanent. Also konnte ich einen Weißfisch nach anderen fangen, nochmal einen Karpfen jetzt im Dunkeln und natürlich 2 richtig, richtig schöne Karpfen. Die habe ich allerdings auch eigentlich relativ schwer erarbeitet. Also hier vorne war ja wirklich wie tote Hose. Und ich habe dann gesehen, dass da hinten immer wieder Karpfen klatschen und es so ein bisschen gründelt und habe dann wirklich, was die Rute hergab, darüber geschleudert und ja, wurde belohnt, würde ich sagen, oder? Wurde eindeutig belohnt, wurde wirklich schöne Karpfen. Leider hat es bei deinem Raubfischakt nicht so funktioniert. Es und ist auch, halt manchmal so, ja. Wie gesagt, wir sind das eigentlich gewohnt, dass das hier ab und zu mal gut läuft, aber es ist halt nicht immer so. Genau, großes Gewässer, man weiß sowieso an so ein Riesengewässer nicht, wo halten sich die Fische zurzeit auf, ziehen sie hier lang. Ja, wie gesagt, das macht ja auch das Reiz. Ein Reiz am Angeln aus. Aal leider auch nicht funktioniert. Ich habe jetzt auch mal richtig hier am Rand, richtig am Schilf, habe dann noch mal ein bisschen Aalpellets gestreut. Nix. Ja, was wollen wir weiter sagen? Ihr seht, es ist jetzt nachts um 1, es ist dunkel. Wir werden jetzt einpacken und ab nach Hause fahren. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen und dann sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt. Das ist Angeln. Also, haut rein. Tschüss, Freunde.